Hey, habe einen wunderschönen guten Morgen, have a beautiful good morning. Lass uns loslegen, let's do it. Okay, noch einmal herzlich willkommen und einen wunderschönen Morgen. One more time, welcome and have a beautiful morning. Dann bring die linke Hand an diesen Punkt. Bring the left hand onto this point and side. Die rechte wie zum Schwur. The right like you're taking an oath. Atme ein durch den Mund. Inhale through mouth. Und aus durch die Nase. And exhale through the nose. Fühle und lausche dem Atem wie einem subtilen Wind, der durch deinen Körper weht. Feel and listen to this breath like a subtle wind going through your body.
Inhalen. Atme ein, inhale. Streck die Arme, stretch out die Arms und kreuz and cross them. Atme ein, inhale und zieh die Wirbelsäule gerade, pull your spine straight. Langer, tiefer Atem, long, deep breath. Atme tief ein, inhale deep. Und streck mit Hilfe deiner Arme, stretch it again, the spine with the help of your hands. Press deine Muskeln, press your muscles. Und atme aus, exhale. Und wiederholt, please repeat. Atme aus, exhale. Und noch einmal, one more time. Und entspannen, please relax. Leg für einen Moment die Hände in deinen Schoß. Sehr komfortabel. And put your hands into your lap and be very comfortable. Fühl deine Präsenz. Und erlaub dir gewahr zu sein, wie dein Mind sich manifestiert. Just feel your presence. Allowing yourself to be aware how your mind is manifesting itself.
Erlaub dir zu entspannen. Allow yourself to relax. Locker dich sehr sanft für einen Moment and then for a moment loosen up yourself. Ja, es ist eine sehr besondere Kriya, ne? Es ist also a very special Kriya. Ich bin gespannt, wie sich unser Mind nach 40 Tagen anfühlen wird. And I'm very curious how our mind will feel after 40 days of this. Okay, aber jetzt, but for now, bleiben noch etwas bei dieser Praxis. We stay a little bit with this practice. Schau, dass du die Finger ein klein wenig mehr öffnest. See that you really open the fingers a little bit more. Du wirst merken, da gibt es einen Punkt, da fühlst du eine Reaktion an der Wirbelsäule. There's a point where you feel a slight reaction in your spine. Muss gar nicht zu hart sein, no? It does not need to be too hard. Du schließt die Augen, you close your eyes. Du erlaubst deinem Körper zu entspannen. You allow your body to relax. Und wenn du deinem Körper erlaubst zu entspannen, dann fühlst du mehr die Resonanz deiner Stimme. When you allow your body to relax, you feel more like the resonance of your voice. Und achte darauf, nach innen zu chanten. Und dir zuzuhören. Really take this moment where you feel your voice and you listen to yourself. Sing to the inside. Nimm dir einen Moment zu fühlen. Take a moment to feel. Und beginne zu chanten and start chanting. In this opening hinein, in this opening to this openness.
Thank you.
Beginne lang und tief zu atmen. Start breathing long and deep. Atme durch die Fingerspitzen ein, über dein Herz, hinunter ins Becken. Halte angenehm und atme die Wirbelsäule hinauf aus. You inhale through the fingertips, over your heart, down into your pelvis. Hold comfortably and breathe out up your spine. Erlaub dir sehr entspannt zu sein. Allow yourself to be very relaxed. Dann streck deine Arme aus, stretch out your arms. Atme weiter und segne die Erde. Continue to breathe and bless the earth.
Dann mach den Kreis über deinen Kopf, do a circle over your head. Feueratem, breath of fire. Hände berühren sich nicht, the hands don't touch. Atme ein, inhale. Und press und streck, press and stretch. Feuer aus, fade out. Tief, tief ein, deep inhale. Und aus, exhale. Und noch einmal, one more time. Und atme aus, exhale. Erlaube diesen Moment, allow this moment. Fühl und lausche Stille, feel and listen to silence. Und gib dir noch einmal die Erlaubnis zu entspannen. Allow yourself one more time to relax. Sei dir gewahr, dass wir alle miteinander in der geteilten Intention praktizieren, uns selbst zu heilen. Just be aware, we are all practicing it together with the shared intention of self-healing. Im Moment, wenn du die Stille dich tiefer berühren lässt, reorganisiert dein System sich von ganz alleine. In a moment you allow yourself to rest deeper in the stillness and silence, your body regenerates by itself. Lass geschehen, lass die Kontrolle los. Let it happen, let go of the control. Keinerlei Kontrolle, lass dich frei. No control, let yourself be free.
ganz kleinen Moment, fühl die Rückseite deines Herzens im Bereich deines Rückens zwischen den Schulterblättern. For a very little moment, feel the back of your heart, the area between your shoulder blades. Aber auch ein bisschen weiter nach hinten, über die hinter deinem Körper. But also a little bit behind your body. Ein Moment, only a little moment. Entspann deine Knie and relax your knees. Okay, bring die Hände zusammen, bring die Hands together. So. Vielen, vielen Dank. Thank you so much. Ja, da tut sich was auf, ja, in dieser Praxis und Kombination. Something is really opening in this practice and combination. Ja. Sehr, sehr speziell, very special. Das habe ich in der Tiefe nicht erwartet. I didn't expect it in that depth. Ja. Diese zweite Kriya löst diesen inneren Konflikt zwischen der Realität und der Nicht-Realität. Ja, die Art, wie die Welt ist und die Art, wie du die Welt sehen willst. Ja, so this second Kriya is releasing this conflict in a way between reality and non-reality, the way the world is and the way you want to see the world. No. Das ist manchmal ein bisschen schmerzhaft. Das can be a little painful conflict. Und führt manchmal zu also depressiven Zuständen. No? It can make you feel a little depressed. Ja, und diese ganzen Tendenzen löst du mit dieser Praxis auf. And these tendencies you release with this practice.
Hier kam gerade noch die Frage, was ist pranischer Klang? Pranischer Klang ist der Klang, der deinen Prana-Körper vibriert. Und wenn du das wirklich fühlst, du dazu in der Lage bist, irgendwann diese Produktion ohne einen Ton zu erzeugen, zu reproduzieren. So, the pranic sound is the sound which vibrates your pranic body and you get this awareness of it. And with practice, you will be able to reproduce the pranic vibration without having to sing. Denn ich habe auch noch eine Frage. Ja, gerne. Zu der Meditation, die wir gleich machen, wo wir ganz langsam die Wirbelsäule nachjustieren. Ich habe mich gestern mal auf den Stuhl gesetzt, damit ich nicht so abgelenkt bin von meinen Beinen, die dann immer einschlafen. Ja. Und also es hat ganz viel so sich ein, also ich habe so mitgeschwungen, teilweise geruckelt. Also wenn ich das so habe geschehen lassen, ist es in Ordnung oder ist es, weil also wenn ich wirklich ganz still sitze und mich da rein entspanne, dann fängt das von alleine an, sich zu bewegen so. Genau. Also ist es, ja. Also erstmal ist es okay, ne? Also die Sache ist, dass es nach einer Zeit zu einer Gewohnheit werden kann. Mhm. Und was ich da für mich selber mache, ist, dass ich, du entspannst diesen Bereich, du merkst diese Bewegung kommen, ne? Mhm. Und dann gibst du denen wirklich Raum. Also es ist total wichtig, dass du nichts unterdrückst. Mhm. Aber du machst deinen Raum größer und größer und größer, bis diese Bewegung, die ja eigentlich eine Tendenz ist, eine Energie durch etwas durchzubewegen, die du, wenn du es bewegst, so ein ganz klein wenig, sagen wir mal, verhinderst. Und ich würde sagen, nicht nur verhinderst, sondern in gewisser Art und Weise stimulierst du dich ja auch in dieser Bewegung. Ne? Das fühlt sich körperlich sehr, sehr angenehm an, ne? Ja, ja. Mhm. Und wenn du diesen Raum groß und groß und groß machst, dann kannst du die Erfahrung machen, wie die Energie sich durch diese Bereiche durchbewegt. Und da ist es eine tiefere Befreiung. Aber es ist total wichtig, dass du nichts unterdrückst. Ja, das also dann mehr so, ja genau. Also ich habe dann auch gedacht, okay, ich lasse es sich jetzt bewegen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann so das Gefühl gehabt, okay, vielleicht kann die Bewegung auch ohne Bewegung stattfinden. Genau, das ist das, was ich meine. Also so mehr so innerlich, so genau. Nicht so körperlich. Ja. Absolut. Und das passiert, wenn du dich ein bisschen weiter machst. Ja. Dann kann diese Bewegung, die eine äußere Bewegung ist, zu einer inneren werden. Okay, ja, super, danke. Probier das aus. Das Wichtige ist, dass du die Bewegung nicht unterdrückst. Ja, ja. Diese Energie sich auf eine andere Weise bewegen lässt. Vielleicht kann man es auch so sagen, ne? Das meinen wir wahrscheinlich ja. Das Gleiche. Danke. Ja. Gerne. Mhm. Okay, this one more time is about when this kind of movements start to happen, and they will happen, you know, when you practice this kind of techniques. I will make it short. You try to give this energy space so that a movement which would be an outer movement can become an inner movement, but it's crucial to not suppress this kind of movements. Now you want to give them space. Give them so much space that you do not need to act them out anymore. Because these movements can become a little bit addictive because it feels very good. And sometimes you see meditators, no, they're like, whenever they start meditating, it becomes a habit. But the breakthrough happens when this energy can move internally. And for that, you need to give it space and you cannot suppress it. It's very important. Okay.